Alles klar, los geht's. Das Battle von Rapper Mittwochs wird mega krass heute und coole Leute am Start und gebt mal ein bisschen Lärm. Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net. Rapper Mittwoch, hol dir dein Fame. Rapper Mittwoch Battle Mania Vorrunde mit Beat. 3x8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Wo ist die Reason Cypher Deutschlands? Wer hat die geilste Crowd in Deutschland? So, Ladies and Gentlemen, willkommen in der Battle Mania. Wir haben heute 8 MCs, die Bock haben, sich richtig zu battlen. Aber als allererstes stelle ich euch natürlich unser großartiges Gremium heute vor. Macht mal richtig Lärm für MC Mirror. Dann haben wir noch einen MC, der hat in einem Battle vor einem Monat gezeigt, was er drauf hat. Machen wir richtig Lärm für Iron Basic. Und eine Ikone und Urgestein des deutschen Rap, Alter, du weißt, ich trag immer dick auf. Machen wir richtig Lärm für B-Tai. Und Ladies and Gentlemen, kommen wir nun zu den 8 MCs. Es war ganz leicht, sie heute zu finden. Es war wundervoll. Bitte begrüßt heute in diesem Battle ein MC in der Cypher. Er war dope. Bitte mach mal Lärm für Freddy. Und der nächste MC, der heute Bock hat, sich zu messen. Das erste Mal bei Rapper Mittwoch. Er war in der Cypher sehr souverän in einem Battle. Mach mal Lärm für Sinne. Sehr gut. Dann, Ladies and Gentlemen, noch ein MC, der heute in der Cypher auf jeden Fall einiges gezeigt hat. Bitte mach mal richtig Lärm für Just Bitte! Ein MC, der uns jetzt hilft, weil er einspringt, weil er einfach diese Erfahrung mal haben möchte. Mal gucken, was passiert. Mach mal Lärm für Schramm! Und Ladies and Gentlemen, kommen wir nun zu den etwas namenhafteren Leuten bei Rapper Mittwoch. Obwohl, hier ist noch ein Newcomer und er hat eben in der Cypher zerstört. Mach mal Lärm für Erko, aka Herkules, Alter. Und kommen wir nun wirklich zu Leuten mit ein bisschen mehr Namen bei Rapper Mittwoch. Begrüßt euch heute in diesem Battle MC Mai. Ein MC, ich schwör's euch, er hat auf jeden Fall krass Talent. Und heute will er es noch mal richtig unter Beweis stellen. Begrüßt heute in diesem Battle Roni87. Die Bank wird langsam eng, wa? Geht ihr da doch durch? Und Ladies and Gentlemen, er ist eigentlich inzwischen eine echte Rapper-Mittwoch-Legende. Er hat so viel Steigerungspunkt gehabt in seiner ganzen Karriere bei uns. Und auch in einem A Cappella-Battle inzwischen bewiesen, dass er es auf jeden Fall drauf hat. Begrüßt heute in diesem Battle Mighty P. Heute in diesem ersten Battle im Jahr 2014 bei Rapper Mittwoch. Erko gegen... Mann, machst du spannend. Cynic! Erko, du wurdest als erster gezogen. Du darfst die Münze entscheiden. Faust oder Ficker? Faust, Dicker, Faust. Faust. Ich bin die Faust aus Wedding, Dicker. Gib die Faust. Gib die Faust hoch. Faust hoch, verbrennt die Autos. Dann darfst du anfangen. Du darfst entscheiden. Erko soll anfangen. 8 Takte Freestyle, Schlagabtausch über dem Beat. DJ Pete. Hier. Mittwoch Battlemania Vorrunde. Vorrunde. Alle Hände in die Luft, Berlin, wenn der Beat anfängt. Für dieses erste Battle. Okay. Wir fangen gleich mit einem Mobs-Beat an. Wir fangen mit einem Beat vom Mobs an, Alter. Sehr geil. Geil, geil. Okay. Hier. Erstmal will ich sagen, du warst gar nicht schlecht. Ich hab dich gefeiert, doch jetzt wirst du einfach zerfetzt. Verdammte Scheiße, was denkst du eigentlich, wer du hier bist? Ich will eigentlich nicht so reden, doch du wirst gefickt. Ey, was ist los mit mir? Ich weiß nicht. Der Beat treibt mich, ich geh nach vorne und ich peitsch dich. Ich peinige dich, du machst dich peinlich gegen den King Kong des Raps. Du bist dran, zeig, was du kannst. Du peitschst hier niemanden, Alter. Ey, ich bin nicht Django, ich hab Bock zu tanzen. Yo, das ist der letzte Tango. Du siehst breit aus, ich glaub, du hast einen Sitzen. Er geht 2 Stufen hoch und ist schon übelst am Schwitzen.
Ich seh dich an, Alter, ich muss jetzt diesen Chabo hauen. Alter, wie kannst du Karo kauen? Das geht nicht klar, Alter, zieh dir mal dein Hemd rein. Hier! Alter. Und? Ey! Und Change! Okay. Ey, was ist los? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Du fickst dir mit dem König des Raps. Ich komm vorbei und ich zerreiße dich einfach so. Sag mal, wer bist du eigentlich? Ich komm vorbei und ich zeige dir den eigentlichen Flow. Freestyle ist nicht mein Ding, doch ich zeige dir, wie es gehen kann. Wenn der King Kong das Mic nimmt, ich fick dich ein Leben lang. Scheißegal, ob der Beat aufhört oder nicht. Change. Ich fick dich weiter, Nigga. Oh, sorry, das war nicht so gemeint. Change! Edit. Er will Selbstmord machen, springt aus dem Fenner, der Dummi. Aber er ist fett, der tischt einfach auf wie ein Flummi. Was ist los? Wie viel wiegst du? 140? Alter, Spaß, Alter, jetzt wird es würzig. Ich seh dich und ich fang übelst an zu lachen. Dir passen nicht mal diese XXXL-Sachen. Ey, was ist los, Alter? Du bist nur ein Fettsack. Ein alter, mieser Drecksack, den ich jetzt einfach so wegklatsch. Change! Ey, lustig, du mit deinen Fettsack-Rhymes kommst nicht mal annähernd an meine lyrische Bestarbeit. Ich dreh durch und hack dir den Kopf ab, du Opfer. Komm vorbei, ich trink dich aus und ess dich wie Wodka. Sag mal, ich esse dich zum Frühstück. Wer bist du eigentlich? Du bist viel zu klein, Junge. Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll. Du siehst aus wie Mola Adebisi. Ich komm vorbei und ich... Let's a change, come on. Und los. Nur weil ich nett aussehe, heißt ich, dass ich nicht zubox. Ich fick deine Mama in den Hals, bis die Blut kotzt. Was ist los, Junge? Komm mal auf dein Leben klar. Ruf mich an und du weißt, ich will ein böser Star. Ich seh dich an, Alter, und du bist am Nicken. Und ich werd später noch deine Mama ficken. Ja, das weißt du, die Nutte, die Fotze reiß ich auseinander. Ohne Spaß, Alter, wie ein Salamander. Aus! Ich wollte ihn eigentlich noch geben, Alter. War schon ein bisschen... Tiefe Schublade, Digga, ey. Nicht schlecht. Aber ist ein Battle, sagt er. Ey, ihr solltet Digga, euch... deine Mutter würde ich nicht mal anfassen, aber egal. Das hättest du jetzt mit Rhymes noch sagen können, aber leider war da ein Change. Aber ey, ganz Alter, ehrlich, schade. Das war schon ein gutes Battle. Machen wir erstmal Level, diese beiden MCs, die haben sich gegeben, Alter. Ihr habt das in der Hand, das zu entscheiden. Bitte entscheidet über die Rhymes und die Lines und die Leistung, die ihr gesehen habt. Zeigt mir mal rein, von dem Sie da angefangen hat, ihr in diesem Battle für Erko. Zeigt mir mal rein, von dem Sie da nachgelegt hat, in diesem Battle für Cynic. Herzlich willkommen im Halbfinale Cynic, Alter. Weiter geht's für dich. Ladies and Gentlemen, kommen wir zur Vorrunde zwischen Erko und Cynic. Sprecht das richtig aus? Cynic im Expertenteam haben wir, oder im Gremium, Mirror. Ihr seid zwei ganz neue Gesichter, die haben wir noch nie gesehen. Aber ich muss sagen, da ist so viel Potenzial drin. Und Cynic, oh mein Gott, dazu kommen wir gleich. Wie war das für dich? Bist du auch ja voll ins kalte Wasser heute gegangen? Ich sag so, die Crowd war geil, die Stimmung war cool und ich kann immer keine Chance ausnutzen auf einen coolen Moment. Ich habe gesehen, heute ist was möglich, Spaß zu haben mit den Leuten hier. Er war auf jeden Fall ein krasser Rapper, krasser Gegner so und ich sag so, ich habe mich nicht vorbereitet, nichts. Ich habe einfach improvisiert, reingegangen, habe versucht es zu fühlen, hat Spaß gemacht, obwohl ich auch bestimmt ein paar dumme Sätze gesagt habe, aber what the fuck, Alter. Cynic, bei dir, man weiß ehrlich gar nicht so, was in dir steckt. Man denkt, das ist ja voll der schüchterne Typ. Ey, und dann hast du Rebuttals und so eine Geschwindigkeit an Punchlines, die du entwickelst, direkte Antworten auf deinen Gegner, das hat hier auch krass funktioniert. Erzähl mal ein bisschen, wie war heute dieses Battle hier für dich? Das Battle war für mich, also ich wollte erstmal dazu sagen, ich habe auf jeden Fall übelst Ehrfurcht vor der ganzen Nummer hier. Das ist eine Bühne, das ist eine geile Location, das ist somit das Geilste, was man überhaupt machen kann. Und ich habe einfach, ich kann mich auf meinen Kopf verlassen und so funktioniert das einfach. Also klar habe ich mich auch vorbereitet, hat man ja auch gemerkt, aber hat einfach auch Spaß, macht sau Spaß hier. Mirror, du hast ja von außen verfolgt. Wie hast du das Battle erlebt? Ich fand es auf jeden Fall sehr überraschend und du hast ja Erko als Newcomer sozusagen betitelt, aber das ist er ja gar nicht. Er ist ja schon sehr lange in der Szene und hat auch mit den Sektenjungs und so in einigen Videos sieht man ihn auf jeden Fall. Und deswegen ist er alles nur kein Newcomer. Aber gegen Cynic hat er in dieser Runde nicht überzeugen können, weil Cynic einfach die mieseren, vulgäreren Punchlines geschossen hat. Also wirklich unter die Gürtellinie, aber gewusst wie, sag ich mal. Nicht auf so eine plumpe Art, sondern sehr clever und wirklich auf jeden Fall überzeugt in der Runde und Erko konnte da nicht so mithalten, hat nicht die Battle-Routine, das hat man gemerkt auf jeden Fall. Lustiges Battle, Cynic hat gewonnen, eindeutig. Ja, was ist eure Meinung zu dem Battle? Schreibt alles in die Kommentare und ganz wichtig, welche Punchline hat euch in diesem Battle am meisten entertained? Das interessiert uns ganz besonders. Also, guckt euch den Rest an. Ein links, ein rechts. Jetzt in diesem Battle
MC Mike gegen... gegen... Schramm! MC Mike, du wurdest als erster gezogen. Faust oder Ficker? Faust. Faust. Schramm soll in diesem Battle anfangen. 8 Takte Freestyle, Schlagabtausch über den Beat. DJ Pete, come yeah, on. Yeah, okay. Okay, okay, come on, ja. Yeah. 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 Und los geht's, los geht's. Yo, ey, ey, ich lösch ihn aus, nenn mich den Tintenkiller. Warum ich hier oben steh? Ich bin der Lintenfüller. Ich mach das Beste draus, schmeiß den Penner jetzt raus. Komm, verbiss dich, zeig mir, was du kannst, du Lauch. Du hast nichts drauf, du bist nichts, Mann. Komm mal, zeig du, was du kannst, du kleiner Wichs, Mann. Ey, ich hab noch 2 Takte und schieß ihn ab jetzt. Fick dich, du Bastard, du bist dran, mach was. Change. Ey, der Typ, der hat extreme Probleme. Rap ist nur seine Penisprothese. Wen willst du ficken? Du bist voll der Hässlon. Und zum Ficken braucht er einen Strap-on, denn er nicht mit hat. Yo, jetzt ist Schicht im Schacht. MC Maika macht jetzt eine Kissenschlacht mit dir, denn sonst bist du nichts wert. Ich gegen dich ist wie Säue vor die Bär. Was für Strap-on? Du brauchst den Dedo. Fick dich selber, gib die Chemo. Ach, fick dich, ich bin linke Spur und 200. Du air stop and go, aber wen wundert's? Ey, komm, fick dich, verpiss dich hier oben. Hab nichts mehr zu sagen, ich bin am Toben, Mann. Ich raste aus, schrei es raus und mach es out. Keine Ahnung, was ich glaube, Mann, ich schmeiß dich raus. Tate, yo, ey, ich ficke diesen doofen Punk. Du bist am Toben, dann geh ins Kindertobeland und tob dich aus auf einer Hüpfburg. Ey, pass mal auf, MC Mike, fick diesen Furz. Auf der Bühne weg, ey, bis zum Hügelset bist du schon gesteppt, aber leider bist du zu mies für Rap. Yo, du siehst ziemlich verprügelt aus, übel aus. MC Mike, schmeiß dich wie ein Kübel raus. Oh, ey, der Typ, der will mich betteln, keine Ahnung, was das soll. Das hier ist ein Schlagabtausch und ich der Timo Boll. Und ich schmette ihn weg, bis er verloren hat. Denn meine Crowd gejubelt hat, braucht er einen Ohrenarzt. Ich hab den Tag verkackt, aber mache einfach weiter. Du bist nix, ich bin krass, ich bin deine Leiter. Nur durch mich kommst du ins Halbfinale. Leck, Lückenfüller, danke für ihn. Ja, bla bla bla, ja, du Lückenfüller, Alter, du, jeder weiß, MC Mike ist viel, viel iller als dieser kleine Spaß, der hier, ey, der nix drauf hat. Yo, zeig mal bitte, bitte den Leuten, was du drauf hast. Gar nix, ich kann sogar den gleichen Rhyme verwenden. Trotzdem bin ich besser und werde jetzt dein Life beenden. Yo, Denglisch, wenn du das möchtest, MC Mike hat zum Battlen alle möglichen Rechte. Aus, machen wir aber diese beiden MCs in diesem Battle. Wir haben es auf jeden Fall gegeben, ein überraschend gutes Battle. Zeigt mir eure Hände von MC, der angefangen hat in diesem Battle für Schramm. Zeigt mir eure Hände, der nachgelegt hat für MC Mike. Herzlich willkommen im Halbfinale, MC Mike. Ladies and Gentlemen, kommen wir zur Vorrunde zwischen einem Gesicht, das man öfter bei uns schon gesehen hat. MC Mike, sehr interessant. Schramm, du hast auch schon mal gebattelt, aber das ist schon länger her. Und wir haben hier Iron Basic, der heute im Gremium war. MC Mike, man hat definitiv wie heute bei diesem Battle hier gegen Schramm gemerkt, du wolltest den Sieg. Aber dieser Schramm war auch überraschend, muss ich ehrlich sagen. Wie hast du diesen Gegner für dich empfunden? Das war ein schönes Battle. Am Anfang hatte ich natürlich gar keine Ahnung, wer er ist. Ich habe ihn noch niemals vorher gesehen. Es war eine gute Einstimmung. Allgemein fand ich heute, hat die Stimmung einfach, war top. Die war top, die Stimmung heute. Schramm, ich meine, wie gesagt, du bist ja ganz schnell eingesprungen. Es war irgendwie kein, du bist einfach eingesprungen. Und dann plötzlich hast du mich persönlich überrascht. Erzähl mal ein bisschen, hast du mehr geübt? Ja, es ist halt so, dass ich battletechnisch im Freestyle noch nicht so fit bin. Sonst im Freestyle im Kreis mit Kumpels, ja, so über das, was ich gerade sehe. Aber ich dachte mir, ja, es war Not am Mann, komm, bringst du die Show hier ins Rollen? Und dann bin ich halt nach vorne gegangen und dann bin ich auf Mike getroffen. Souveräner MC, öfter gesehen, was, keine Chance. Im Gremium Iron Basic, du hast ja auch mitverfolgt. Was war da ganz signifikant der Punkt, der dich dazu geführt hat, hier für irgendjemanden sozusagen deutlich vorne zu sein? Weil es war sehr in Augenhöhe das Battle gewesen. Dennoch war für mich MC Mike on point in der zweiten und in der ersten Runde. Und dann dachte ich mir, okay, in beiden Runden solide und deshalb an MC Mike. Tja, die Sache sah auch im Publikum, denke ich mal, recht deutlich aus.
Uns interessiert natürlich, was war eure Lieblings-Punchline in diesem Battle zwischen diesen beiden MCs? Schreibt alles in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Eine links, eine rechts. Mighty B und jetzt die andere Box gegen Just Spitten. Mighty P. Yeah, 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 yeah. Du wurdest als erster gezogen, Faust oder Ficker? Goethe-Shit, Faust. Faust. Mighty P soll anfangen in diesem Battle. 8-Takte Freestyle, Schlagabtausch über dem Beat. DJ P. Von Mops Bebski. Was? Von Mops Bebski. Mach mal ein bisschen Lärm für den Beat von Mops Bebski. Mach mal ein bisschen Lärm für Lee. Yeah, okay. 1, 2 Bars im Beat checken. Hände in die Luft, Berlin, was los? Das ist ein richtiger Brecher. Alle Hände in die Luft, Berlin, okay. Come on. Guck mal, guck mal. Battlemania, ich leg los gegen Just Spitten. Deine Freundin ruft an, ich sag, ich will Just ficken. Was ist los mit dir, du Opfer? Ich bin Mighty Mann, ich reiß dir jetzt den Kopf ab. Das ist einfach so, komm mal auf die Bühne und kill Rack MCs. Du bist Rack MC, ich bin Mighty P. Merkst jetzt den Unterschied, wie Mighty auf dem Beat fliegt? Ich bin einfach dieser Typ, den du nie besiegst. Change. Ey, Freestyle ist gar nicht mein Ding, doch Hauptsache ich bleib im Beat. Beat drin, schon verkackt, keine Ahnung, ich halt in der Zielscheibe. Mies Rhyme ist verkackt, ich versuch mein Glück, mal suche weiter. Nicht aufgeben, weiterkommen, nicht aufgeben. Mir fällt so schnell nichts ein. Nicht aufgeben, einfach weitermachen und change. Guck mal, ich glänze im Battle, weil ich dope bin. Just Spittin glänzt, weil er choked, ey. Was ist los, Mann? Ich hätte Witz mitgebracht, aber du hast ja nicht mal 4 Zeilen geschafft. 4 Zeilen Freestyle, ich mach aus dir 4 Teile. Wie meine Pizza, die ich mir reinschmeiße. Abends vor dem Fernseher, wenn ich deine Mom bei YouTube seh und mit dir dann baden geh. Ich versuch's nochmal, keine Ahnung, was ich machen soll. Dieser Troll ist ein Troll. Fuck, keine Ahnung, Freestyle ist halt nicht mein Ding. Ich würde ja gerne in die Crowd springen und abhauen. Keine Ahnung. Das darfst du noch 4, komm. Ich kann nicht Freestyle, Digga. Und change! Okay, dann mach ich weiter, ist für mich gar kein Thema. Johnny, was ist los? Hast du für Mighty auch einen Gegner? Oder soll ich jetzt anfangen, diesen Penner hier zu battlen? Oder einfach jeden Typ hier wegsmacken? Mann, was ist los? Du sagst, du liebst diesen Rap, aber kriegst nicht mal 4 Zeilen auf einen Track. Was ist los mit dir? Du bist kein Rapper. Hallo Rappipe, du bist nur ein Rapper. Ich war noch nie der Typ, der hunderte von Kilos tickt. In der Spielung sitzt mein Gehirn, bringt Leistung wie ein Mikrochip. Schau dich an, wovor sollte ich Angst haben? Du wärst höchstens dope, wenn ich dich grün anmale. Mit Wandfarbe, Spaß, warte. Wenn ich angase, kenne ich kein Limit wie Biggins Bankkarte. Blabla. 1, 2 und aus! Jeder hatte mal sein erstes Battle und das ist passiert. Weißt du, was ich meine? Ich wollte nur getreu dem Motto der Show must go on, so. Ja, erstens das, dafür danken wir dir. Und vielleicht wirst du ein bisschen mehr Freestyle üben, weil es macht bestimmt auch Spaß. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist einfach eigentlich gar nicht mein Ding. Das ist von niemandem anfangs das Ding, das muss man üben. Ich habe sogar deinen Rat befolgt mit Aufschreiben, Buch und so. Ja, hast du die auswendig gelernt? Ich krieg die nicht so schnell ineinander. Das musst du üben. Ganz einfach. Zeig mal eure Hände für den MC, der hier angefangen hat in diesem Panel. Ich meine es ganz klar und deutlich, für Mighty P. Zeig mal eure Hände für den MC, der nachgelegt hat für Just Spitten. Yo, meine lieben Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, kommen wir zur Vorrunde zwischen Just Spitten, das erste Mal in einem Battle, ja, gegen Mighty P. Ja, ein Veteran bei Rapper Mittwoch und BMCL MC Iron Basic aus dem Gremium. Just bitte, erstes Battle, sag selber, Freestyle ist so gar nicht das Ding, was du so wirklich beherrschst. Dennoch hast du dich hier reingetraut in dieses Wasser. Dafür erstmal viel Respekt von mir, so auch sicherlich von Mighty. Und wie war das dann plötzlich in dieser Situation zu stehen, wenn einem so Punchlines um die Ohren geworfen werden und man selber schlagfertig sein muss? Ja, die Sache ist halt immer so. Ja, da ich sowieso nicht so wirklich Freestyle, sondern eigentlich nur so mich auf meine Tracks konzentriere hauptsächlich so und Texte hauptsächlich so bin, war Freestyle natürlich schon mal wieder ein ganz anderes Ding so. Und ja, da die meisten hier gibt es glaube ich einige, die freestylen können, aber sich raufgetraut haben so und dann, weißt du, die Show kam etwas verzogen, da dachte ich mir, egal, sei der Box, sag so, scheiß drauf. So und vielleicht springt es ja was, wenn man mal ins kalte Wasser springt, so deswegen dachte ich mir rauf und
Ja, kriegt von mir aus auf die Fresse, man wird ja auch nur durch Niederlagen immer stärker, so von daher. Ja, das ist Kämpferinstinkt und davon weiß Mighty P auch eine Menge. Das, was ihm hier heute passiert ist, ja dir in der Urvergangenheit bei uns ja auch oft passiert. Aber jetzt ist wieder alles ganz anders. Ja, also vor 2 Jahren hatte ich genau die gleichen Probleme. Ich war halt so ein Freestyle-Rookie und so. Ich kenne genau die Situation und ich kann ihn da auch voll verstehen, so, dass es schwierig ist, wenn man das erste Mal in einem Battle steht und freestylen muss. Ich habe halt darauf eingespielt so in den Runden. Aber Props an ihn halt, er hat sich gestellt, das ist wichtig. Basic, du hast aus dem Gremium verfolgt, deine Meinung dazu? Ja, also es war krass, Respekt an Just Spittin, dass er überhaupt einfach auf die Bühne geht und einfach so, ey, ich komme jetzt und freestyle. Sehr krasse, solide Leistung für einen MC, der heute überhaupt keinen Bock hatte zu rappen. Krass Respekt an beide, auch wenn er gechoked hat, so einfach auf die Bühne gehen und zu freestylen, das ist hier ein ganz anderes Ding, Alter, vor den ganzen Leuten. So. Tja, Just Spittin, ich kann dir nur einen Rat geben, wenn du wirklich in dieses Freestyle-Ding das bisschen in deinem MC-Tum kultivieren möchtest, er hier macht Little Stage jeden Montag in Neukölln. Da kannst du das halt auch üben, wenn du das willst. Wäre das was für dich? Ja, die Sache ist so, dass ich auch jetzt von, wo ich dann Backstage jetzt war, von einigen halt immer gehört habe, ja, okay, scheiß drauf, erstes Mal, blablabla. Aber mir wurde auch schon nahegelegt eben von Leuten so, dass sie mich textlich bei der, in der Cypher ganz cool fanden und sowas und ich mich lieber darauf konzentrieren sollte auch so, dass ich halt bei dem bleiben kann, so, womit ich angefangen habe, wo ich schon von immer Anfang an mein Herz reingesteckt habe, so, und ich sollte dann lieber diesen Weg weiterfahren. Wurde mir halt so gesagt. Ich glaube, die Leute, die dir das gesagt haben, verfügen nicht über diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Oder beispielsweise Leute wie Damian Davis. Ey, ein echter MC, der tut beides. Weißt du? Und die Leute, die sagen, konzentrier dich auf dies, konzentrier dich auf das, sind selber die Leute, die so feige sind und eben diesen Schritt meistens nicht gemacht haben, um das zu kultivieren. Denn ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Freestyle hilft dir später auch noch mehr weiter beim Songwriten. Das ist meine Erfahrung. Und ganz ehrlich, frag Damian Davis, der wird dieselbe haben. Und ja, was war eure Punchline, die euch am meisten hier gefallen hat? Es interessiert uns. Und abonniert den Kanal, man. Focus. Eine links, eine rechts. Hier geht es eigentlich nur noch um die Münze. Freddy gegen Roni 8-7. Freddy, du darfst entscheiden, Faust oder Ficker? Ficker. Ficker, gut. Ja, dann fang du an. Gerne. Freddy soll anfangen, Achtakte Freestyle, Schlagabtausch über den Beat. Oh, Berlin, Hände hoch für DJ Pete, Alter. Und los geht's. Herzlich willkommen in dieser komischen Welt, wo man jeden mit einer Röntgen für einen Profiker hält. Aber ich merk, du hast da sehr gute Erfahrung. Guck ihn an, diese Hure kann blasen. Ach ja, 8 Takte, ich ankacke. Deine Mama verkauft den Körper für eine Pfandflasche. Gutes Geschäft, guck sie an. Diese Hure, sie leckt. Change! Yo, check aus, Mann. Ronson fickt Freddy. Who's your daddy, Alter? Ich klau dir die Cappy. Ich kill dich und einfach wie Freddy Krüger. Ich zeig dir einen Text von mir. Vielleicht wird Freddy klüger. Schon okay, Mann. Ey, yo, der Penner hat keinen Plan von Rap. Ronson, ich mach jetzt Art Attack. Ey, yo, guck, ich hab keine schwarzen Cornrows. Meine Dreadlocks drehen mit dir Tentakelporno. Change! Du bist kein Wasser, du bist Lasterfahrer. Guck mal hier, weil Freddy wieder krass am Start war. Guck dich an mit deinem gelben Shirt. Ey, du bist der, der mit AIDS empört. Komische Lines. Du bist der, der auf Profiker reimt. Ohne Sinn, Digga. Du hast noch 2 Takte, komm schon weiter. 2 Takte, guck, wie ich dich reinkacke, du Scheißkanten, kacke. Change. Yo, Change, du hast einen schwarzen Pulli. Leute wollen mich rappen sehen und bezahlen einen Fuffi. Ja, Mann, ey, ich hab ein gelbes Shirt, aber nur weil ich gut rappe und mir die Welt gehört. Yo, Alter, fick dich selber, Nerd. Hier kommt der Typ, der dich auf dem Splash in deinem Zelt zerstört. Ey, check die Scheiße. Ey, du hast keinen Plan von Rap. Alter, Ronson, ich mach deinen Vater Change. Weg. Guck mal genau, dieser Pulli ist blau. Deine Mutti, eine lustige Braut. Sie hatten alle Spaß mit ihr. Jeder hier hat die Mom kastriert. Sie war früher transsexuell. Deine Mama ist schnell in ihrem Arsch und sie bellt. Noch 2 Takte, Schau. Yo, du bist ein Clown. Wow. Ich bin ein Clown, du bist ein Harlekin. So sieht's aus, yo, gleich steckst du den Schlag zum Ring. Es ist der Ronson, ich weiß, dass du keine Parts hier bringst. Ich bin guter Rapper und der Party-King. Ey, yo, check's aus, mit deinem Blut streich ich meinen Gartenzaun. Und dann hau ich dir auf die Bagage drauf. Ey, yo, du kannst meinen Harten kauen. Und danach kriegst du hoffentlich Inshallah HIV. Oh,
Wollen wir aber diese beiden MCs hier in diesem Battle? So. Ihr habt das wieder in der Hand und in diesem Battle ist es wirklich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Weil er hat auch überrascht und er war auf jeden Fall souverän. Bitte versucht wirklich nur die Lines und die Gesamtleistung insgesamt zu bewerten und keine Bonus zu verteilen. Und denkt daran auch, es geht noch weiter in diesem Abend. Und da wird es halt auch noch einiges geben. Zeig mal rein, wenn es jeder angefangen hat, hier in diesem Battle für Freddy. Zeig mal eure Hände von dem sie da nachgelegt hat für Roni 87. Ganz klar habe ich mehr Hände gesehen für Roni 87. Gibt es da irgendeinen Einwand? Nein? Sehr gut. Danke, nein. Leute. Sehr. Herzlich willkommen. Mal Lärm für Freddy, Alter. Geiler Dude, Mann. Auf jeden Fall herzlich willkommen im Halbfinale. Roni 87, macht mal Lärm. Ladies and Gentlemen, willkommen bei der Analyse dieser Vorrunde. Roni 87 gegen Freddy, ein ganz neues Gesicht im Battle bei uns und im Expertenteam, im Gremiumteam Mirror. Ja, man hat auf jeden Fall gesehen, Alter, du warst heute richtig heiß, aber er wollte sich nicht einfach so geschlagen geben, obwohl er ganz neu war. Wie war das Battle zwischen euch beiden für dich? Ich habe immer Angst vor neuen Gesichtern, so, weil man weiß nie, was kommt. Ich bin schon ein paar Mal gescheitert an Newcomern. So. Ich fand es echt solide so. Ich habe gewonnen, aber ich glaube, so, wenn du ein paar Mal weiter mitmachst, irgendwie kannst du es reißen. Und wenn ich einen schlechteren Tag und du einen besseren gehabt hätte, jetzt anders rumlaufen können. Also ich war mit beiden Leistungen zufrieden. So. Freddy, das war ja ganz überraschend, dass wir dich dann plötzlich im Battle gesehen haben. Das war ja eigentlich so gar nicht geplant, aber du hast ja dann diesen Mut gefasst, das zu machen. Jetzt in der Retrospektive, ja, bist du glücklich, dass du es gemacht hast? Ja, es war das erste Battle, es war sehr unvorbereitet, es wäre eine spontane Aktion, aber es hat Spaß gemacht, auch mit dir. Und warum nicht wieder? Also, es gab freien Red Bull, muss ich dazu sagen. Ich habe es bereut, dass ich davor einen gekauft habe. Naja, Mirror, du hast das Battle verfolgt, erzähl mal deine Meinung dazu. Ja, ich fand es sehr unterhaltsam und ich muss sagen, Freddy hat mich sehr überrascht dafür, dass er ja eigentlich ein Lückenfüller sein wollte ursprünglich. Hat er doch Roni gut Kontra gegeben sozusagen. Und es schaffen nicht viele, sag ich mal, hier bei Rapper Mittwoch gegen Roni zu bestehen. Und es war ein Battle auf Augenhöhe, aber letztendlich hat dann doch das Quäntchen entschieden. Roni war doch etwas überzeugender und letztendlich ist es dann an ihn gegangen. Doch Freddy hat überzeugt, auf jeden Fall. Also war geil. Schreibt eure Meinung über dieses Battle in die Kommentare. Und ganz wichtig, was war eure Lieblingspunchline? Das interessiert uns, denn wir wollen bald so eine Top-10-Geschichte machen. Und guckt euch den Rest an. Dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net.